Great. Guten Abend miteinander. Wir sind hier auf Eschbach. Normal spielen wir an Hochzeiten. Zur Unterhaltung und zur Belehrung vom Brautpaar. Dann machen wir die Musik. Catch. Tischbombe. Tischkärtchen. Tombola, Polonaise, Partnerspiele. Ganze Kilbinnen. Jetzt, seitdem als unsere Marke bekannter ist worden, treten wir ab etwa ins Theater auf. Das ist gäbig, da können wir mehr aufs Mal zuschauen und wir können gerade alles in einem Riemen durchkutten. Aber es gibt natürlich kein Hochzeitsmenü. Dafür haben wir das Brötli selber mitgenommen. Wir fangen an mit einem Ketsch. Das heisst am Jodufest. Warte noch. Hä? Sollst du noch warten? Das heisst am Jodufest. Und handelt davon, wie wir uns lernen kennen. Die Zeit ist Gegenwart, wir fangen gerade an. Jetzt. Hä? Jetzt, Musik. Och. Das ist so mässig laut, oder? Kannst du ein bisschen feiern? Entschuldigung, Madame, hättet ihr auch ein klein technisches Verständnis? Ja, braucht nicht viel. Seht ihr? Einfach, wenn ich sage... Wollt ihr schnell schauen? Einfach, wenn ich sage, jetzt würdet ihr hier auf Weiss drücken. Auf Weiss? Ja. Ja. Dann kommt der Ländler. Ist gut? Ja, der kommt von selber. Also. Ja, ja, ja. Und er, wenn der durch ist, auf Rot. Das ist noch bald wichtiger, sonst haben wir wieder die nächste Musik im Kätzchen. Das ist gut. Also, ich könnte wieder höckeln. Jetzt. Am Jodufest. Was hat er jetzt gemacht, Kopfisch? So, jetzt muss... Das ist doch ein Seich. Jetzt soll's dir gehen. Ja, es ist eben ein Käberzeug mit dem, dass sie alle sind so elektrisch geladen. Und dann tut's aber manchmal... Also. Jetzt. Am Jodufest! Thank you.
Sali, Krabu, Sali, bist ja da. Ist gut. Nein, ist gut. Nicht mehr. Ist gut. Ja. Ist noch frei. Nimm es an. Ja, das ist hoffnungslos, gell? Was fehlt? Zucker! Oh! Merci vielmal, bitte, ist gern geschehen. Ja. Merci vielmal. Ist eigentlich verdross. Ja. Hätte ja keiner mehr. Ab und zu schon noch. Hätt ihr auch noch ein bisschen wollen? Nur mal zu. Das ist ja lebensgefährlich. Soll mir helfen? Ja, das werden wir noch. Ich habe schliesslich mal den Zimmermann gelernt. Das sieht man. Ausländische Lumpenware ist das. Es gibt eine teure Meringue. Ja, das Gefotz nehme ich nicht mit. Hey, das ist nur mal ein bisschen aus dem Leim. Was habt ihr so gemacht als Zimmermann Brennholz? Gebe ich so grosse Taschen? Meint ihr, ihr könnt ihn noch flicken? Früher habe ich gemeint, wir können alles flicken. Und heute? Bin ich nicht mehr so sicher. Es hat viele Leute gegeben. Ja.